Mein Name ist Bernhard, bin 53 und ich bin der Leiter der 4 sozialpädagogischen Wohngruppen der Stadt Linz. Ich mache das seit dem Jahr 2000, bin gelernter Sozialarbeiter, habe in der Folge später dann Sozialmanagement studiert. Der Tag beginnt bei mir sehr früh, damit, dass ich meine E-Mails abrufe. Dann ist es so, dass ab 8 Uhr die Termine anfangen oder die Leute einfach noch entsprechend irgendwas von mir brauchen. Das passiert ständig irgendwas anderes. Das reicht von irgendwelchen Gefährdungsmeldungen ans Land, an die Fachaufsicht, bis hin zu, ich habe meine Schlüssel verloren. Sozialpädagogik ist wie soziale Arbeit generell dadurch gekennzeichnet, dass man keinen unmittelbaren Erfolg sieht. Es ist Beziehungsarbeit und die kann funktionieren oder nicht. Und manchmal, und das ist immer mit einer zeitlichen Verzögerung verbunden, kommt man im Nachhinein drauf, es hat funktioniert und das dann die schönen Momente.